Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario 64. Meine Lebenspunkte gehen langsam dem Ende entgegen. Ich hoffe einfach, dass dahinter irgendwo ein Aufheil-Box ist. Ich hoffe es. Zur Not habe ich ja eh noch Heilung, also von daher. Hallo Fremder, wie gefällt dir mein leuchtend rotes Blütenkleid? Ist es nicht hübsch? Wie war das, du willst hier durch? Nein, tut mir leid. Auf keinen Fall kann ich dich hier durchlassen. Obwohl, vielleicht kann ich ja eine Ausnahme machen, wenn du mir eine gute Mahlzeit bringst. Wie wär's mit einer Rubinbeere? Knusschmatz. Oh, köstlich, das ist es. Die perfekte Farbe. Vollmundig im Geschmack. Es ist goldrichtig. Du bist ein wahrer Held, weil du mir diesen leckeren Imbiss gebracht hast. Natürlich darfst du passieren. Ich hätte auch nichts anderes erwartet. Außer eine Biene vielleicht. Ich würde mal sagen, ich heile mich erstmal. Bitte Himmelskuss. Dann haben wir diese Attacke auch schon mal gesehen. Wenn man sowas überhaupt Attacke nennt. Dann machen wir erstmal dich hier weg, weil den anderen möchte ich gerne noch scannen. Und ich scanne den beim nächsten Mal, wenn ich keinen Schaden nehme. Mach nur 3 Schaden. Okay, das geht in Ordnung. Ein Sniffy. Das ist ein Sniffy. Schniffis sind lästige kleine Gefolgsleute von Schnaufuller. Maximale KP 10, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Schniffis schweben in der Luft, ein Sprung oder etwas in der Art ist hier am effektivsten. Natürlich juckt es mich, ihnen eine ordentliche Kopfnuss zu verpassen. Deine Entscheidung, Mario? Dann spring mal schön drauf. Mit Angriffs plus. Wunderbärchen. Und hab mich hier was? Nö. Ein Stinkwurz. Er wollte doch da draus bringen. Ach du liebes bisschen. Und dann einmal hier Kopfnuss, damit die Biene schon mal weg ist. Bung und bung. Nochmal hier schon mal Schaden. Wunderschön. So, Mario, da kannst du schon mal hier Fokus einsetzen. Na, das schafft auch Gumbaro alleine. Aber komm, der nächste Level, aber ich brauche mehr Herzen. Auch definitiv mehr Herzen. Was für Bären kommen denn hier runter? Für die gelbe Pflanze. Okay, weg mit den Stinkwurz. 3 KP und BP, dann kann doch. Rubin kurz weg. Ja, dann setze ich das einmal ein zum Essen. Habe ich nämlich wieder Leben. Wie bin ich denn hier gelandet? Oh, das sieht aber schön aus. Ui.
Autsch, sei sanft zu dem Baum. Meine Wurzeln und die des Baumes sind miteinander verbunden. Wenn du den Baum schlägst, tut das auch mir weh. Sorry, wusste ich nicht. Sieh dir diesen Kristallbaum an. Hast du schon jemals etwas von solcher Schönheit gesehen? Oh, Verzeihung, ich habe mich noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Posi. Wie, was mit meinem Mund nicht stimmt? Das ist meine Nase. Oh, wie unhöflich. Aber egal, mein Name ist so lang. Meine Nase ist so lang, weil ich auf der herrlich lockeren Erde wachse. Mir gefällt sie ganz gut. Aber deine Nase ist auch sehr hübsch. Können wir bitte aufhören, über Nasen zu reden? Die könnte aber ein bisschen länger sein. Lass dich mal so stehen. Am besten, du nimmst etwas von dieser lockeren Erde. Gut, dann fehlt mir jetzt nur noch Zauberwasser. Schon bald wird auch deine Nase perfekt sein. weg hier. Weg mit mir hier. Oh. Ja, komm schon. Wie viele Sternensplitter haben wir denn eigentlich schon wieder? 27. Hm. Mal gucken, ob wir wieder was Nützliches an Orden kriegen. Wo war die gelbe Pflanze? War die unten rechts oder oben rechts? Nein, lieber oben. Nein, lieber unten, okay. Okay, das regeneriert sich auch mit der Zeit wieder. Guten Tag, Mario. Es ist schön, dich zu sehen. Ich bin der Wächter dieses Tores. Aber lass dir gesagt sein, dass ich nicht viele Leute passieren lasse. Ich verfüge über einen sehr sensiblen Gaumen, deshalb musst du mir etwas bringen, das meinen Gaumen erfreut. Wie sieht's aus? Hast du etwas dabei? Kau, kau. Bravo, ausgezeichnet. Ein süßer, feiner Geschmack mit einer delikaten Endnote. Diese vorzügliche Farbgebung. Sie erinnert mich an die Wärme des Sonnenscheins, den ich so sehr vermisse. Dein kultivierter Geschmack hat mich wahrlich überwältigt. Selbstverständlich darfst du passieren. Ich möchte jetzt aber einmal kurz was wissen. Ich brauche 3 für Herzelein. Bei wem ist eine nice Attacke? Multisprung ist schön, aber brauche ich nicht zwingend. Nelbex ist auch ziemlich nice. Das ist aber auch alles nice. Obwohl, wir machen BP plus Back, dann... Wenn wir einfach im nächsten Level ab BP nehmen und dafür tun wir Herzelein rein, weil dadurch werden meine KP wieder geheilt und dann kann ich ja den Multisprung dann doch wieder reinmachen. Und ich habe immer noch 1. So. Oh, kann ich da einfach rüberspringen? Oder brauche ich da... Ich sag jetzt nicht, ich brauche dafür extra Para-Carry. Wollte schon gerade sagen. Okay, hier brauche ich definitiv Para-Carry. Ah, es ist zu weit. Dann kannst du mich auch hier rübertragen. So, und weg mit dir. Duse, duse. Warte, ich habe eine andere Idee. It's Sushi Power. Oh, hier kriege ich definitiv mein Level ab. Kann ich ja schon mal Ahornsirup nehmen. Was verschwendet war, weil ich... Ah ja.
Dann kommst du auch noch her. Okay, dich kann ich so platt machen. Na, ist das praktisch mit. KP-Heilung. So. Das ist echt praktisch. Ich bin fast wieder hochgeheilt. Vielleicht nehme ich dann doch BP als Bonus. Ja, ich glaube, das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Dass jetzt nur gefühlt nur ein Gegner kommt, ist auch ein bisschen lästig. Mach doch noch meinen Erfahrungspunkt. Aber es wird langsam. Ich denke mal, wir kriegen in dieser Folge noch ein Level up. Erster Angriff erfolgreich. Oh, Hammer macht sogar 5 Schaden. Das heißt, ich kann mit Mario maximal 9 Schaden so machen. Beziehungsweise 10 mit der Hammer auch 10 macht. Ich probiere mal mit dem Hammer. Sind Schaden, holla die Waldfee. Dann machen wir mal Spucker. Ach du liebes Wissen, das wird jetzt richtig nervig. Nach einem Moment, sie guckt, muss ich A drücken. Okay, kein Problem. Dann habe ich das ja jetzt auch raus. Und dann machen wir mal Supersprung. Eine Bauchlandung. Und da ist noch eine Susedusu übrig. Auch schon 5 Schaden. Holla die Waldfee. Macht so guten Damage. Level up, ich komme. Ich würde das tatsächlich für einen potenziellen neuen Partner offen lassen. Sind da noch was? Nein. Also merken wir uns für den Partner. Sushi, kommst du? Oh, mir tut Sushi leid. Warte, ich tausche dich mal kurz gegen Buhu aus. Azubeere. Ich will auch einen Sirup bestellen. Dann tausche ich mal einmal gegen Superpilz aus.
Ja, dich habe ich noch gesehen. Hinterhältig. Hinterhältig. Was haben wir hier? Nee, brauche ich nicht. Okay. Wir müssen wahrscheinlich kriege ich bei diesem Baum die Blubberbeeren. Schon nice mit dem Spionorden. Oh ne, warum schaust du so traurig? Was gibt's hier nochmal? Gibt's hier auch irgendwas? Tschüss. Ne, Puppe. Damit brauche ich dich nicht mehr. Mit Sushi an meiner Seite. Hallo schön, warum siehst du so traurig aus? Ah, wie schreck dich. Die Quelle ist versiegt. Was für eine Tragödie. Warum muss das ausgerechnet mir passieren? Nicht mir, nicht Lily. Wo ist Harvey? Zu Hilfe, das christliche Ding, das auf den Wolken reitet, hat unseren kostbaren Wasserstein gestohlen. Aus diesen magischen Steinen springt das Wasser dieser Quelle. Ohne ihn wird dieser Ort nur noch ein vertrockneter Tümpel sein. Und auch ich werde verdorren, wenn ich nicht auf dem Wasser dahin treiben kann. Mein eigenes Gewicht wird mich erdrücken, ich arme Lily. Oh nein, gib nicht auf, Lily. Vielleicht kommt ein schöner junger Prinz, um mich zu retten. Oh. Ein Prinz. Naja, eigentlich sieht er ja aber aus wie ein Klempner, aber in der Not frisst der Teufel Fliegen. Hallo, mein Name ist Lily. Ich bin eine wunderschöne, zierliche Blume, die hier in dieser Quelle lebt. Um ehrlich zu sein, ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Würdest du bitte meinen Wasserstein von dieser grässlichen Wolkenkreatur zurückholen? Muss ich ja tun, ne? Du bist ein Schatz. Vielen herzlichen Dank. Der Wasserstein sieht so aus. Denk ja nicht, dass ich den dir zurückbringe nach diesem Spruch. Das werde ich für mein Evoli benutzen. Bitte finde ihn. Was für ein Evoli, du bist hier nicht mal Pokémon, du Depp. Und jetzt hol mir meinen Wasserstein zurück. Okay, also wir kommen definitiv hier wieder zurück, das heißt... Unser zukünftiger Partner hat schon mal ein Level-Up sicher. Beziehungsweise Rangaufstieg sicher. Aber ich sage dazu Level-Up ein. In dem Sinne ist es für einen Partner ein Level-Up. Kannst du dir vorstellen, dass ich den Weg wieder nutze? Ich gehe einfach da hinten runter. Hehe. Ein schlauer Dude, ich bin. Und auch nicht, weil man hier nicht runter kann. Ach Mensch. Ein Depp-Typ, ich bin. Okay, Power Carry. It's your turn now. So, den Rest kann ich springen. Und tschüss mit dir. Also ich setze wirklich tatsächlich eher lieber Buhu und also Bu und Sushi ein, weil die Attacken einfach so richtig Damage machen. Das war hier das mit dem Aufzug. Wann nochmal die blaue? War die blaue oben? Und du warst die Blubpflanze. Hier unten links? Ich habe doch keinen Orientierungssinn hier. Natürlich war es die ganze Zeit links.
Ich bin so hungrig. Ich habe es satt, dieses blöde alte Tor zu bewachen. Ich bin so hungrig. Hey, du da. Du hast nicht zufällig etwas zu essen dabei? Hör zu, wenn du mir etwas richtig Saftiges gibst, dann lasse ich dich hier durch und werde es auch niemandem sagen. Eine Azubeere? Die ist total sicher eklig. Mhm. Oh, wie köstlich. Was für ein herrlicher Geschmack. Es gibt also blaue Dinge, die gut sind. In mir ist nun wieder Hoffnung. Geh, geh und fühle dich niemals traurig. Ich werde dich nie vergessen. Okay, warum sind alle Blumen so komisch drauf? Ich wollte als erster angreifen. Ein Stachy. Das ist ein Stachy. Stachys haben Stacheln auf ihrem Panzer, die jede Menge Schaden verursachen können. Maximale KP 5, Angriffskraft 4, Verteidigung 3. Sie rollen sich zu Stachy-Eiern zusammen und versuchen dich zu rammen. Der Kampf wird viel einfacher, wenn du sie umkippen kannst. Dann fällt ihre Verteidigung auf 0. Oder ich setze einfach Superbeben ein und dann haben wir da die Problematik gar nicht. Und ich werde noch zusätzlich geheilt. Und wir kriegen in dieser Folge wirklich noch ein paar. Was ist hier drin? Okay. Oh ne, ich hätte den Block nicht wegmachen dürfen. Es sah so schon so verdächtig aus, gerade nachdem hier aufgetaucht ist. Sternenwind, okay. Dammit. Jetzt ist es auch ja, weil ich krieg jetzt Level up. Dim, dim, dim. BP haben schon bereits den Newswork. Okay, ich nehme trotzdem Leben. Ich nehme trotzdem Leben. So, dann Bubte. Oh Gott, bitte kein Labyrinth. Hey, du hast ihn fallen gelassen, du Idiot. Schnauffler kriegt uns an den Wolken, wenn wir ihn nicht finden. Oh Mann, ich bin so toll, Patrick. Dieser Stein war ein wahres Füllhorn am Wasser. Ohne ihn können wir die Kapazität der Puff-Puff-Maschine nicht erhöhen. Puff-Puff. Er muss hier irgendwo sein. Er muss einfach. Was ist das? Mario? Sieh doch, Mann, es ist Mario. Lass uns später nach dem Stein suchen. Kommen wir uns zuerst den Kerl hier vor. Oh nein. Mario? Bist du sicher? Ich weiß nicht, ob ich mich, wie soll ich sagen, in der richtigen Verfassung befinde. Ach, vergiss es. Ich kämpfe. Halt dich fest, Mario. Erstmal scannen. Ein Lakito. Das ist ein Lakito. Lakitos sind merkwürdige Koopas, die auf den Wolken reiten können. Maximale KP 12, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Sie werfen mit Stachy-Eiern, die sich manchmal zu Stachys entwickeln. Wir sollten sie rasch loswerden, bevor wir hier von Stachys umzingelt sind. Es scheint, als würden mir diese Lakitos schon seit Beginn deiner Karriere zur Last fallen, Mario. Oh ja, definitiv. Aber erstmal mache ich die weg, weil jetzt bringt es ja eh nichts. Ah, die können trotzdem stachig spawnen. Mal zwar schauen, das geht voll klar.
dieses Gesicht. Geil. Okay, da wechseln auf. Dann machen wir mal Sushi. Und dann Tsunami. Dann sind zwei schon mal weg. Oder auch nicht. Na komm her. Das ist doch schön, dann ist das schon mal weg. Und dich tauche ich gegen Buhu aus. Nein, 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 nein. Gegen Bu wollte ich. Dann gibt es eben eine schöne Ohrfeige. Schön. Okay, dann würde ich jetzt aber an dieser Stelle sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario 64. Bis dahin, tüdelü.